Und hiermit wieder ein herzliches Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier sind wir mit der Marie. Wir sind mit Dark Souls 3 und einer blutverschmierten jungen Dame. Also nicht, dass das nicht schon gewohnt ist oder vielleicht nicht gerade gewöhnungsbedürftig, denn sie ist eigentlich des Öfteren irgendwie blutverschmiert. Bam. Das wusste ich schon. Da gab es nämlich früher in, ich glaube, Dark Souls 1 gab es dann einen Boss. Das war nämlich hier so ein Endlosgang. Und ich glaube, das war irgendein NPC. Kann das sein? Der kommt mir bekannt vor, nämlich. Wenn nämlich mit H schreibt, ist dämlich. 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 Traurigkeit. Zeit für Kopf. Vorsicht, Riese. Okay. Umkehrring. Nehme ich mich. Das nehme ich mit. Haben wir hier drüben auch noch was? Nö, schade Marmelade. Außer Dunkelheit finden wir hier nichts vor. Die Frage ist, wo soll ich dann meinen simplen Stein rauf verzaubern, ne? Auf das Schild oder auf das? Das nehme ich zum Beispiel im PvP recht gern oder zum Blocken. Aber so, ich weiß nicht so recht. Ich meine, wenn ich diese Waffe wirklich auf Maximum habe, Alter, die holzt alles um, ne? Dann mache ich ein Parieren von vorne und er ist Geschichte, ne? Bäm! Anor Londo. Da kommen Erinnerungen auf, ne? This is why I'm hard. This is why I'm hard. This is why, this is why, this is why I'm hard. I'm hard cause I'm fly. So. Aufhören mit dem Singen. Weiter geht's. Ich zeige euch gleich dann was ziemlich cooles, ja? Auf die Idee muss man mal kommen. Auf die Idee muss man mal kommen. Okay. Ich kann es euch doch nicht mehr zeigen. Neo, scheiß auf Achterbahn, ne? Fuck. Andere Seite. So, ich mach hier kurz das Leuchtfeuer an. Dann haben wir hier eigentlich einen Boss, der ziemlich fix gehen sollte. Theoretisch. Praktisch, keine Ahnung. Ah, perfekt. Wir haben sogar die richtige Höhe. Ich zeige euch jetzt was, ne? Ich zeige euch was. Da könnt ihr euren Augen nicht trauen, wirklich. Ich zeige euch das jetzt. Guck dich das an. Oh. Ich mache Moonwalk. Oh. Oh, ist das ein Bug? Boah. Scheiße, knapp gewesen, ne? Oh. Oh. Doch kein Bug. Bis ich runterfalle und meine Fresse auf zerschellt am Boden. Wirklich. So ein bisschen schneller. So. Leuchtfeuer perfekt. Name thyself, stranger. I am Yoshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Jawohl. Thou thinkst too. Very well. Captain to this knightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon.
thou'rt now a blade of the dark moon, the only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Jawohl. Oh, good blade of the dark moon, welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Beweis der Eintracht. Komm, sprechen wir mal. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. May I pose thee a question? This tower, this prison, stands tall and solitary, the contraption bridging its lower reaches long unmoving. So, by what path didst thou here ascend? Art thou a creature of the air? Or other winged thing? No, of course not. Forgive my prying. Think no more on mine asking. Oh yeah. I'm ashamed to say I know very little of anything. Long ago, now, such that long ago, only Erdem. Long ago, now, such that long ago, only Erdem. Komm. Nimm das Ohr. Long ago, now, such that only its covenant Erdem taketh. Off so soon, may the dark moon watch. Ja, ich muss leider weiter. Sie ist eine nette, aber ein bisschen zunehmen könnte sie schon, ne? So, schauen wir mal. Hier geht's runter. So, müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Ah, shit! Daneben. Das ist eigentlich nur eine Klinge, was du da holen kannst, da oben, ne? Eine Gemäldeklinge. Die war damals ziemlich gut in Dark Souls 1, ja? War sehr begehrt. Wo geht's denn hier weiter jetzt? Und jetzt? Ah, hier sind wir jetzt. Ja, komm. Nehme ich keinen Heimkehrknochen, sondern das hier. Ich wusste gar nicht, dass das so vernetzt ist, ne? Gefängnisturm? Nö. Anno Londo. Perfekt. Jetzt noch eine Glut reinziehen und dann geht's wirklich ab. Ja, Story hat das Spiel eigentlich so gesehen nicht, ne? Ja, es hat schon viel mit der Lore zu tun, ne? Also wenn ihr euch interessieren würdet, dann könnte ich ja demnächst ein bisschen reinlesen in die Lore und euch berichten, um was eigentlich so geht, ne? Phantom wird beschworen. Jetzt warten wir ein Stück. Ein gefährliches Stück. Schwarze Ritter gehen die Treppen runter. Oh je, wenn er jetzt nicht aufpasst, ne? Der spawnt genau dort, wo er ihm jetzt der Ritter ihm auf die Fresse gibt. Ja.
Hat er auch den Dolch, oder was? Bam. Geblockt. Was klatscht der, weil ich geblockt habe? Ah. Bin ja kein Anfänger. So, das hole ich mir. Okay, er geht eh schon hin zum Ritter. Ich glaube, da drüben gibt es auch was. Eine Titanitscherbe, perfekt. Da unten liegt noch was, das nehmen wir natürlich auch mit. Da drüben gibt es, glaube ich, nichts, ne? Nee, schaut schlecht aus. Ah, komm, der hilft mir, ne? Ist wieder so ein freundlicher Kerl, der eigentlich schlechter spielt als ich, der mir hier hilft. Ist auch was Nettes, oder? So, gibt es da unten noch was? Da gab es früher immer so fliegende Dinger, ne? Ist da hinten irgendwas? Nö, oder? Nö. Ist alles immer so gut versteckt, wisst ihr? Oh, jetzt gibt's Traurigkeit, ne? Das war damals wirklich ein guter Riese, ein freundlicher Riese. Bei dem man Waffen schmieden konnte. Ja. Der war, komm, jetzt kommt der irre Finstergeist. Wir sind da ein bisschen im Engpass, ne? Fuck, Alter. Aber es so eng ist hier, ne? Wie will man hier irgendwie ordentlich kämpfen? Wie? Meine Güte, und ich wollte unbedingt parieren, ne? Wollte den One-Shotten. Ging mir nicht auf, wie ihr seht. Ging mir nicht auf. Ist egal. Wir nehmen uns noch eine Glut. Rushen nach oben, nach vorne dann, oder durch. Der sieht cool aus. Phantom wird beschworen. Ja, wenn ich hier die getrockneten Finger nehme, die zwei, dann kann ich zwar noch jemanden beschwören, aber es können dann auch zwei Leute einfallen in meine Welt. Das wollen wir nicht. Oder? Wollen wir das? Ich glaube nicht. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass wir noch 3-4 Stunden vielleicht noch spielen müssen. Und dann haben wir's. Phantom. Darkai. Was sind denn die Gegner? Ah, hier ist er. Komm, backstep in. Alter, das hat er geil gemacht. Mit was für einer Waffe denn? Alter, das ist so geil, der Move. Hier kann man ziemlich gut die großen Titanitscherben, glaube ich, spielen. Was ist denn das hier? Wer hat das denn hingelegt? Ganz ehrlich. Wurde ich schon wieder invasiert und hab's nicht mitbekommen? Alter Falter. So schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. Hier sind meine Seelen, perfekt. Jetzt gehen wir hier nach oben. Geh mal hier lang.
Schauen sich ein bisschen um. Müsste eigentlich irgend so eine Bestie oder so sein. Ich lauf dir mal nach. Sackgasse, ja. Für mal geht's da nämlich weiter, wisst ihr? Alter, der verflucht mich gleich, ne? Tür ist offen? YOLO! Alter! Er kommt raus. Das ist mir hässlich. Komm, hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Alter Falter! Hey! Das ist chaotisch! Egal. Besiegt ist besiegt, oder? So, da oben ist, glaube ich, auch noch irgendwo was. Esto-Scherbe, perfekt. So, da haben wir den. Da haben wir den. So, die sind mir egal. Komm. Alter, der hält aus, aber jetzt hat's ihn umgekugelt. Guck euch das an, du bist so fett. So ein richtiges McDonalds-Opfer. Geil. Komm, jetzt nehmen wir nochmal die zwei Finger. Hier liegen sicher genug Zeichen, kannst mir nicht erzählen. Zu dritt? Ich glaube, das sollte passen, ne? Ja, der Gegner so gesehen kann, glaube ich, eher nichts, ne? Muss man nur ein bisschen kiten, ein bisschen hin und her und so, ne? Wo bleibt er? Hier. Hey. Hey. Und rein geht's. Auf Tuchfühlung. Ah. Shit.
Das war so nicht vorgesehen. Ja, komm, halt die Folge halt ein bisschen Überlänge, aber den Boss besiegen wir jetzt noch. Den Boss besiegen wir jetzt noch. Ja, ich bin so eine geile Socke. Woo! Guck mich an, ich habe eine schwere Axt. Stehe heute nicht in der Küche, denn ich habe hier eine schwere Axt. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Also die Aussicht ist ja auch genial, ne? Das musste mal gesagt werden, wa? Danach, nachdem, glaube ich, müssen wir dann noch in Kerker machen. Sowie in, lass mich raten, Kerker und, ja, den Joram, den Riesenfürsten. Und dann geht's weiter mit, lass mich nachdenken, mit der Tänzerin und Burg Lotharic. Nach Burg Lotharic, glaube ich, das optionale Drachengebiet gibt's noch. Und ja, dann ist es Endgebiet mehr oder weniger und dann sind wir mehr oder weniger beim Endboss. Klingt zwar nach nicht viel Arbeit, aber ist es. So, Alter, die hat mich ziemlich böse erwischt. Da redet den Gör. Ja, aber nicht alleine, oder? Ich glaub's schon, dass wir das alleine schaffen, was? Also, was heißt alleine, zu zweit? Ja, jetzt ist eh gerade ein Finstergeist gekommen. So, laufen wir mal. Alter! Wir sind noch nicht mal in Phase 2, ne? Hau mir den Schwanz ab, ne? Komm, komm, komm. Bäm! Oh, fuck, fuck, fuck. Die dreht ja voll durch, ne? Greif mir den Schwanz nicht an. Das ist ein Mann, oder was? Oh, dann hat das eine ganz andere Bedeutung. Greif meinen Schwanz nicht an. Er brennt. Oh. So, wo haben wir jetzt? Hier. Alter, das sind so schlimm.
Aber der andere spielt wenigstens nicht so schlecht. Okay, wo ist er jetzt? Alter, das nervt. Bam. Bam. Weg mit dir, Altrich. Das war's, ne? Fürstenasche und Seele von Altrich. Klappte ja gut. Hurra für Truhe. Ah, komm, das sind immer so die Fake-Sachen, ne? Da wollte ich auch schon mal reingehen, ne? Aber das darf, sollte man nicht. So, gibt's hier noch irgendwas zum Holen? Die Frage aller Fragen, die essentielle Frage. Schauen wir mal. Also hier gibt's nichts, aber dort hinten gibt's noch einen Raum, der wahrscheinlich ziemlich mit Traurigkeit verbunden ist. Wo ist da eine Truhe? Da ist keine Truhe. Prinzessin wird benötigt, aber ich halte es nicht aus. Ja, die konnte man umbringen. Das weiß ich. Da lag immer eine Riesenprinzessin fast oben ohne, die eigentlich ganz Anolondo erhellt hatte. Konnte man umbringen, musste man aber nicht. Und ja. Nicht voraus Abkürzung, das stimmt. Ja, liebe Leute, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr so gesehen habt. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Memento Mori. Ciao, ciao.